Ja, aber Sand haben wir hier genug. Ja. Gut, ich hau mal was rein. Hau rein. Wie viel brauchst du da ungefähr? Wie viel soll ich denn da reinkloppen? Keine Ahnung, nimm doch 2x64 erstmal. Okay, habe ich schon. Ist doch arschautomatisch, das Ding. Ich weiß. Ja, Ja, ich weiß. ich weiß. So. Alter, ich habe kein Holz mehr. Klingt ungesund. Ich bringe hier nochmal einmal 64 hoch. Ja, bitte Tropenholz, ja, sonst passt das nicht mehr zu. Autsch, sonst passt das nicht Ja, mehr sichi. zueinander. Das passt aber echt gut. Na gut, da hast du. Ach, man kann auf Half-Steps ja gar keine Fackeln stellen, ne? Nein. Na gut. Dankeschön, very nice. Genau. So. Ja, und von hier oben hat man eine relativ angenehme Aussicht. Jetzt sieht man tatsächlich mal, was das alles für Ausmaß hier hat. Hier ist wirklich ein feuchter Furz in der Nähe. Also das ist eigentlich alles nur Sand. Also Ja, nee, ich kann. da hinten ist die erwähnte Pyramide, hier da hinten in die Richtung. Ja, und Pyramiden spawnen nur wo? In Wüsten. Dankeschön. Da hinten sieht man auch das Dorf jetzt von hier oben. Ja, das stimmt. Ist aber auch aus Sand. Mann. Du versaust mir voll die Tour. Oh, Tour de France oder was? Oh Gott. Nee, Tour de France nicht. Ja, die sind auch voll langweilig, ey. Es gibt ja anscheinend genug Leute, die den Rotz gucken. Sind ja auch genug Leute, die sich für so einen Scheiß an Straßenrand stellen, nur damit sie für ein paar Sekunden sehen, wie ein paar Fahrräder mit, keine Ahnung, 60 km/h an denen vorbeiflitzen. Ey, das ist voll cool und so, weißt du? Und also ich würde es voll nicht gucken, aber das ist trotzdem cool und so. Ja, es ist voll cool, sich die Eier abzufrieren. Na, du musst es ja wissen, wa? Ich würde mich dafür nicht an den Rand stellen. Ja, und solange das Glas da drin ist, mache ich noch mal ein bisschen die Kuhfarm weiter. So, und ich beobachte dich von hier oben. So, komm. Ja, der kann nichts selber machen, darum. Nein, ich warte auf das Uschi-Glas. Mein Gott, du bist ja veranlagt, ey. Ich würde da nicht drauf warten. Richtig. Man darf nicht wählerisch sein. Ich spiele jetzt erstmal den Gärtner. Okay. Bisschen Rasen mähen oder was? So um den Dreh. Ganz ehrlich, Leute, ich glaube, ich gehe noch ein tiefer, weil ich muss noch mal rechts und links, dann vorne und hinten, also quasi ringsrum, muss ich noch mal zwei Block hoch was ausheben, denn ja, dank der Änderung in der Kollisionsbox von den ja von den Tieren und auch ich glaube auch Dorfbewohnern. Ja, werden die jetzt immer ins Mauerwerk quasi reingedrückt und da verrecken die dann. Ja, echt total geil. Ja, es ist eine totale Hühnerscheiße. Mittlerweile sterben, ja, ist halt einfach mal wie es ist. Mittlerweile ersaufen nämlich auch Hühner, Babyhühner. Daher funktioniert die klassische Hühnerfarm, wie sie ist, nicht mehr so ganz. Das ist relativ unglücklich. Allerdings gibt es ja Methoden, um diese ganzen Sachen zu umgehen. Macht das Ganze zwar nicht einfacher,
Aber es funktioniert trotzdem so, dass die von mir gebaute Hühnerfarm, die ja fast vollautomatische eigentlich, sagen wir lieber dreiviertelautomatisch, dass die in unserer Hauptwelt noch funktioniert und die Kuhfarm musste auch umgebaut werden, so wie auch die Schaffarm. Ja, alles totale Scheiße, jetzt mal ganz im Ernst. Oh, ist so dunkel. Aber ich denke mal, das hat sowieso schon jeder gemerkt, der sich mit so einem Kram beschäftigt. Was gehört, Patrick? Es wird dunkel. Ist so dunkel, oh mein Gott. Das wird aber Ja, langsam Zeit, es ist ja schon 20 nach 10. du kommst. Okay. Apropos Uhr. Wenn. Ja, ich mache hier noch den Ring fertig drumherum. Wenn ich die ganzen Videos aufgeholt habe, bei YouTube hochzuladen und solche Geschichten, weil ich hänge ja im Moment ein bisschen hinterher, war ja heute erst das erste, was ich hochgeladen habe, werde ich mich mal dran versuchen an einer analogen Uhr in Minecraft. Die, ja, mit Redstone-Schaltung eben. Ich habe schon gesehen, eine digitale an sich gibt es schon. Das Ding soll aber analog sein, quasi mit Zeiger. Das reizt mich nämlich sehr. Ja, das wird dann witzig. Allerdings muss ich mir dann noch ein Plugin runterladen, damit der Chunk immer geladen bleibt, sonst geht die Uhr falsch. Sobald man den Chunk dann verlässt, wird dann die Uhr deaktiviert. Beziehungsweise die Redstone-Schaltung wird einfach eingefroren und daher würde es beim nächsten Mal, würde die Uhr dann eben falsch gehen, wenn du dann den Chunk wieder betrittst. Aber das wird ein ziemlich krasses Projekt. Ich denke mal, davon wird es auch ein paar Bilder dann geben. Aber kein Let's Play in dem Sinne, weil ich weiß gar nicht, wie oft ich wahrscheinlich alles abreißen muss, um es neu zu bauen. Allerdings habe ich mich schon mal ein bisschen informiert. Es wird dann sowieso nur 20, es wird 20 Stunden geben, denn es gibt eigentlich auch nur 20 Minuten in diesem, in Minecraft. 10 Minuten ist die Sonne da. Irgendwie sowas hatte ich jetzt gelesen. Ja, warte mal. Wie waren das? 8 Minuten ist die Nacht. Doch, ich glaube 8 Minuten die Nacht, 8 Minuten der Tag oder so ähnlich. Und dann, oder nee, 8 Minuten die Nacht, 1 Minute Sonnenaufgang, 1 Minute Sonnenuntergang und 10 Minuten der Tag. Ja, wenn du das sagst. Ja, ich habe da irgendwie mal was gelesen. Ich muss mich nochmal informieren. Und daher wäre das dann eine Uhr mit 20 Stunden. Was da irgendwie ein Skelett hinter dir, Chrissy? Oder? Nee, Irgendwie Patrick so. ist das. Aua, du Arsch. Kommt der hier rein? Oben fehlt ein Stück Kaktus. Hat mir einer geklaut, oder was? Ich glaube, es ist einfach nur noch nicht nachgewachsen. Ich Okay, kümmere warte mich mal. darum. Ist auch schon eine ganze Weile her, seitdem da was Ja. passiert ist. Tadaima. Was ist denn jetzt mit Uschi? Ist sie langsam fertig hier? Ah, Fofi. Na, alles klar. Uschi hat Fofi. Ja, schmeißt die Fofis durch die Club und schreit: Bo, Bo. Ist ja egal, ob das Scheine sind oder Glasblöcke, oder? Ja, genau. Wollen wir lieber Scheiben nehmen oder wollt ihr euch gleich ganze Blöcke nehmen? Nee, nehmen wir ganze Blöcke, Scheiben sieht dann zu scheibig aus. Ey, wie hast du was gegen Glasscheiben oder was? Ein bisschen. Du weißt selber, wie viele in der Sky Hall wirklich benutzt wurden davon. Ja, ich habe sie selber mit verlegt. Ich weiß das. Ja, genau. Rem Scheiben ist mir ja Wurst. Jetzt ist zu spät. Ja, ich erwähnte jetzt gerade die Sky Hall. Die Sky Hall, die werdet ihr auch noch kennenlernen. Die gibt es auf unserer Website zu sehen. Da Die hat man noch im quasi. ersten Let's Play gesehen, kurz bevor wir in die Welt gegangen sind. Genau. Da haben wir nämlich drin gestanden. Das ist quasi ja eigentlich einfach das Wichtigste, was es eigentlich gibt in uns auf unserem Server, weil über dieses eben alles erreicht wird und
Ja, unter anderem ist da auch der Spawnpunkt, wo man quasi anfängt, wenn man den Server das erste Mal betritt oder wenn man noch kein Bett hat oder dieses eben irgendwann flöten gegangen ist bei einem Creeper-Angriff oder irgendwas und man dann stirbt. Da ist eigentlich der wichtigste Punkt. Moment. Von daher, und wie gesagt, auf unserer Website, da gibt es eben alles schön bebildert, habe ich mir relativ, also ich und mir und wir und alle, haben da relativ viel Mühe gebraucht, um das Ganze eben zu dokumentieren, die Bilder hochzuladen. Und also es ist eigentlich total cool geworden und ich bin da echt stolz drauf. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. So ein paar Mal. Ja, ich Tausend weiß. Mal. Ich rede zu viel. Ist okay. Ich hab's verstanden. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Ja, Patrick, sei nicht so hart zu dir. Also ihr merkt, wenn ich nichts sage, dann sagt hier gar keiner was. Und deshalb werde Also. ich jetzt einfach weiter labern. Was sollen wir denn Nö, sagen, cool. Digga? Keine Ahnung, ich habe doch auch die ganze Zeit irgendwas zu erzählen. Das ist ja nicht unsere Schuld. Heißt ja nicht, dass es produktiv ist. Das ist ja egal. Besser als ein leises Rauschen zu hören die ganze Zeit. Na, da würde ich auch drüber nachdenken. Das kann sehr beruhigend sein. Ja, wenn ich das so geil mache, dann kann ich dir die Rohfassung von der ganzen Sache hier geben. Dann kannst du dich damit in den Schlaf legen. Ja, sicher, mach doch gerne. Da habe ich jetzt, bin jetzt davon ausgegangen. Ups, nein, das gibt's doch nicht. Ich habe einen Glasblock verschwendet. Oh mein Gott! Nein, du bist ja ein Wie kannst du Opfer. das verantworten? Wie kannst du mit dieser Schande leben? Das nennst du Leben? Aber sonst geht's gut, oder? Bislang schon, ja. Also wenn du so fragst, nein. Ja, aber auch nur, weil er das ganze Glas verschwendet. Und wir haben so wenig Sand und wir finden ja auch nie was. Ja, also, Ja, ne, es tut mir schlimm. leid, ich hätte gerne eine andere Welt generiert. Ey, ist das nicht so, machst du mal, keine Ahnung, eine Wüstenwelt oder sowas, aber doch nicht so eine Scheiße hier. Es tut mir leid, Oder bitte verzeih mir. eine Ocean-Welt. Oh, hör auf, ey. Wobei ich am Überlegen bin. Wir machen auf jeden Fall immer noch mal eine Sky-Welt, ne? Das definitiv, auf jeden Fall. Wir wollen Let's Play machen, dann könnt ihr sehen, wie wir Ja, alle klar. runterschmeißen. Dann machen wir es wie in diesem einen Video, was ich gesehen habe, auch so ein Ja, kann ich alles machen. Gibt ja den lustigen Command-Block. Das wird funny. Runterfall-Countdown. Ja, das Problem ist einfach nur, da muss ich mich wieder hinsetzen und da eine ganze Menge austüfteln. Daher, das ist relativ anspruchsvoll. Lass mir Wegen erstmal das. Hm? der Welt bauen dann, oder was meinst du? Ja, klar. Ich würde ja sagen, ich mache es, aber auf mich ist kein Verlass. Oh. Will nichts sagen, und dabei hast du eigentlich sogar mehr Zeit als ich. Ja, aber ich bin so faul. Na, das ist ja schwer rumzuklicken. Ja, aber ich muss dann auch denken. Und ich habe im Ach, Moment musst vielleicht. du? Naja, denken Denk, und sie muss gucken. denken. Ja, und gucken, was ich da mache. Ach, Quatsch. Ich habe aber ein so kleines Problemchen. Ich sag dazu jetzt mal lieber nichts, ja, bitte. Nee, jetzt sowieso schon mal gar nicht. Ich habe jetzt gerade mal eine Idee. Ich bin dabei. Oh nee, ist der kleine Chris müde? Ja, ich arbeite härter als du. Ja, ganz sicher. Ich habe eine Werkstatt zu leiten. Eine große Ich habe eine Verantwortung. Werkbank zu leiten hier. Ja, ich will gar nicht sagen, wo ich arbeite, weil dann schalten die Leute gleich um. Nee, die bleiben dran und lachen mich aus. Ja, wahrscheinlich bleiben sie dran, lachen mich aus und schalten dann um. Schreiben noch was in die Kommentare. Ah, wo du arbeitest, ey, Opfer, Opfer. Ja, ich weiß, ist auch so.
Ich tue mir auch total leid. So, um den Dreh. Ich habe jetzt gerade den Ofen mit einer Axt verkloppt. Warum? Hätte gar nicht getan. Das weißt du nicht. Doch. Ofen ist auch voll der Opfer, Ach, ich Opfer. bin nicht doof, ich brauche für die Trichter, brauche ich auch noch Ich denke da auch immer nicht dran. was. 1, 2 und nochmal 1, 2, 3. Machst du, Ja, Chrissy, dann. Spionage? Ja, ich halte Ausschau. Nach? Voll langweilig hier draußen. Nach dem Feind guckst du, ne? Genau. Ich sehe einen Feind. Den schotte ich jetzt erstmal weg und tap, bam. Schwupps. Geht nicht. So, jetzt denken alle, was macht der Horst da? Das kann ich euch Der Horst ist sagen. rum. Und zwar erweitere ich das ganze Ding nochmal um einen Ofen. Weil wir dann, ja, natürlich besser können wir simultan arbeiten. Ihr wisst ja noch nicht, allzu viel mit Trichtern und solchen Methoden hier gearbeitet hat. Wenn ihr wollt, dass, da ist man die Kiste, sich durch den Trichter in den Ofen entleert, dann müsst ihr Shift gedrückt halten, oben auf den Ofen zeigen, beziehungsweise an die Seite, je nachdem, ne? Und dann eben die rechte Maustaste drücken. Ups, ja, das war ja wohl voll daneben. Damit das Ganze funktioniert, sonst nimmt er das nicht als solches an. So, das sieht doch nice aus. Und wir nehmen jetzt hier nochmal zweimal Kohle raus und packen die in den Trichter rein. Und es ist schön hell, das heißt, ich gehe jetzt mal eben weiter buddeln. Allzu lang können wir wohl auch nicht mehr zocken, weil Chris anscheinend relativ müde ist. Er ist ein Skelett unten. Was willst du da, du Sack? Ich habe keine Angst zu sterben, ey. Das klang vorhin aber noch ganz anders. Wie heißt das Gar bei Fluch nicht. der Karibik? Fürchtest du dich vor dem Tod? Habe ich nicht gesehen. Habe ihn gesehen, aber ich weiß die Szene gerade nicht. Peinlich. Ist die Tintenfresser. Stimmt, ja, wo im zweiten Teil die. Ich glaube, wenn der mich dazu fragen würde, würde ich sagen, ja. Ach Quatsch, warum soll man von dem Tod Angst haben, ey? Ich weiß nicht, wenn der mir in die Fresse guckt, obwohl dann ist das Leben, glaube ich, noch schlimmer, wenn der einen so anguckt. Ja. Dann wünschtest du dir, er wär tot. Ja, oder so. Ich habe gerade so ein Wenn ich mir überlege, bei dem einen, der sagt so, ne. Bei die Reling rüber. Das war die Puls, die Ader aufgeschlitzt. Ich weiß, aber das wollte ich jetzt so nicht sagen. Sind Kinder anwesend, vielleicht. Dann spritzt das Blut in alle Ecken. Überhaupt nicht, man hat gar nichts gesehen, war sowieso dunkel. Ich finde das immer geil, du guckst so Disney-Filme, ist voll schön und die singen und so, und dann siehst du Disney Flucht der Karibik, Junge. Finde ich voll geil. Ich muss zugeben, ich bin voll der Außenseiter. Ich habe nur den ersten gesehen. Oh, Ich schöne mich, schöne ich. ich habe alle geguckt, aber der dritte ist so lala und der vierte, finde ich, geht gar nicht. Geht Der ist gar irgendwie, nicht. der ist voll Panne, den habe ich einmal gesehen und nie wieder. Also, die anderen gucke ich Also, immer wieder gerne. wenn man sich die Schwulette anguckt, öfter als zweimal könnte ich den auch nicht ertragen. Nee, der hat ja im vierten Teil eine neue Stimme bekommen und die geht gar nicht. Die ist zwar der Originalstimme näher, aber wir kennen ihn einfach seit drei Teilen mit einer anderen Stimme und ihm dann so ein, so was vollkommen anderes zu geben, finde ich ziemlich dämlich.
halt sehr dunkel halt, ne? So wie halt, wer ist denn der Original Schauspieler? Johnny Johnny Depp. Depp. Genau, Johnny Depp. Na, was für ein Depp. Ja, das finde ich ein bisschen dumm, ihm dann so eine völlig andere deutsche Stimme zu geben, als er vorher hatte. Ich kann mich mit dem, der ist überhaupt nicht mehr derselbe. Aber der Der Film ist ist eh auch nicht. scheiße, nicht nur deswegen. Oh Gott, ich könnte reden deswegen, das glaubst du gar nicht. Bitte verlass es. Ich war so enttäuscht von dem Film. Wo ich war ich von Anfang an eigentlich. Das konnte nichts werden. Okay. So ein bisschen wie der vierte Teil von Ice Age. War das Ice Age? Ja. War ich auch voll enttäuscht. Ich finde den voll doof, gesellig. Ach, der dritte war doch schon scheiße. Ja. Auch den dritten fand ich noch ganz lustig an manchen Stellen, aber der vierte finde ich, der ist irgendwie total doof. Können wir mal dann sagen, was ich jetzt machen wollte? Du solltest Horrorfilm wissen, Kritik. ich laufe hier nur im Slalom durch die über das Feld. Ich weiß selber gerade nicht. Horrorfilmkritiken haben mich jetzt völlig rausgebracht hier. Der dritte Baum ist auch schon gewachsen. Ich gucke im Moment gar nicht so Kram. Ist der denn noch höher oder was? Ich weiß es nicht. Ja, also ich werde mich jetzt nicht hier hinstellen und das halbe Ding wieder abreißen, nur weil da jetzt noch ein Baum steht. Ey, wir können das eben als Ding so Dreieck machen. Von dem da hinten zu dem hier und von dem zu dem. Alter, der ist wirklich noch höher. Wir können ja auch noch eigentlich, also jetzt mal ganz ohne Scheiße, ey, wir könnten den krassesten Kack hier machen. Wir bauen noch ein paar Bäume mehr hier hin und dann lassen wir ein Pentagramm bilden und dann öffnen wir das Tor zur Hölle. Cool, das wäre doch mal was. Ja, klar, dass du da mitmachst, ey. Kann man dann machen wir da oben, machen wir noch Erde hin, dann bauen wir, machen wir da noch mehr Bäume drauf. Ey Auf die Leute, Bäume. was wollte ich jetzt machen? Kaum, wolltest du nicht in deiner Ja, Grube da spielen gehen? dann haben wir hier das Pentagramm und ich sage, Satan, der Bastard wohnt in meiner Nase. Es ist sehr schön, dass wir hier jetzt jeden Baum unter Naturschutz stellen, aber wir brauchen auch welche zum Bauen. Willst du Da bauen? steht doch noch einer, zwei Weißt du oder inzwischen, was du drei. tun wolltest, oder was? Ja, ich weiß jetzt wieder, was ich tun wollte. Trotzdem brauchen wir auch irgendwie Bauholz. Ja, die größten und dicksten Bäume, die lassen wir, um da drauf zu wohnen. Und die kleinen Scheißdinger, wo nichts rauskommt. Ja. Ja, das ist deine Schuld, weil du so kleine Biome gebaut hast. Ja, echte Sauerei. Ist es gar nicht. Yay. Ja, warum ziehe ich jetzt hier den Zaun drum? Ganz einfach erklärt. Wir haben ja das Problem angesprochen, dass die Viecher in die Wand gedrückt werden, wegen dieser modifizierten Kollisionsbox von den Minecraft-Viechern. Und wenn da Zaun ist, dann passiert das eben nicht. Und daher müssen wir das dementsprechend angleichen. Sieht scheiße aus. Macht mehr Arbeit. Egal. Wenn es sich lohnt, ne? Ja, also ich bin der Meinung, dass Rindfleisch eigentlich so ziemlich das effizienteste ist, was man anbauen kann, beziehungsweise was man eben in dem Fall dann auch züchten kann. Ja, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, es lässt einem am längsten die Hungerpunkte eben voll, bevor man eben nachfüttern muss, Klar. nachschaufeln muss vom Essen. Und ja, es ist eigentlich genauso leicht zu machen wie die anderen Sachen auch. Muss ich auch mal überlegen hier. Ja, jetzt hast du es gebaut und jetzt machst du wieder weg und so. Ach komm, ne? Laber nicht. Ich mache, wie ich das will. Und daher. Ich mach das schon. Patrick, chill mal. Ich
chill doch, ey. Geh mal nicht davon aus, dass die automatisch negative Sachen sagen, nur weil du irgendwas hinbaust und wegmachst. Aber denken. Na.